Hallo, ich bin Firat Keskin, Physiotherapeut und ich habe mich auf die Therapie von Schwindel spezialisiert. Wir haben euch bisher sehr viele Übungen gegen Schwindel gezeigt. Schaut nochmal auf unserem YouTube-Channel, da findet ihr verschiedene Übungen. Und ich hatte euch erklärt, dass wenn das Innenohr betroffen ist, dass wenn das Gleichgewichtsorgan betroffen ist, auch das Gleichgewicht betroffen ist. Es ist häufig so, dass viele Patienten mit Gleichgewichtsproblemen, mit Schwindel und Gleichgewichtsproblemen eine Gangunsicherheit haben oder sogar von einem Schwankschwindel sprechen, als wären sie auf einem Schiff oder als wären sie betrunken. Und diese Unsicherheit sorgt dafür, dass viele Patienten den Kopf sehr steif halten oder sogar auf den Boden gucken, weil sie so unsicher sind. Wenn man das eine Weile macht, dann speichert unser Gehirn sehr schnell diese Muster, so dass Leute sehr schnell sich angewöhnen, beim Gehen nur noch auf den Boden zu gucken. Und dann verliert man natürlich die Flexibilität für Körper- und Kopfbewegungen während des Gehens. Das heißt, man geht zum Beispiel durch den Markt und will wissen, was rechts oder links verkauft wird, und das fällt einem dann sehr schwierig. Damit wir auch das trainieren können, zeige ich euch drei gute Übungen. Wir fangen mit der ersten Übung an. Ich gehe mit meiner Probandin nach hinten, dann seht ihr uns im ganzen Bild und die ganze Bewegung. Die erste Übung, die ich euch zeigen werde, ist folgende. Ihr geht und dreht abwechselnd den Kopf von rechts nach links. Ihr dreht den Kopf immer drei Schritte lang in eine Richtung und dann wechselt ihr die Richtung. Die Probandin wird es uns einmal vormachen. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 und Stopp. Danke dir. Kannst schon mal zurücklaufen. Jetzt natürlich wichtig, wenn wir uns bewegen, schauen wir nicht nur von rechts nach links, sondern auch von oben nach unten. Und auch dafür haben wir eine sehr gute Übung, womit wir das trainieren. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2 und Stopp. Sehr gut. Man hat natürlich noch ganz viele andere Situationen, die schwierig sind. Sehr schwierig ist zum Beispiel der Schulterblick. Ein Radfahrer klingelt, wir drehen uns schnell um, verlieren unser Gleichgewicht. Das heißt, man kann diese Übung machen, indem der Patient den Schulterblick macht. Was wir auch üben können, was viele Patienten schwierig finden, ist, wenn sie was fallen lassen und es aufheben und dann ihr Gleichgewicht verlieren. Das heißt, der Patient kann gehen und immer wieder was vom Boden aufheben. Da kann man auch eine gute Übung draus machen. Ich zeige euch eine Übung, die auch vielen Patienten schwerfällt, nämlich eine Übung, bei der sich der Patient schnell bewegt. Das kann sein, wenn man zum Beispiel um die Kurve läuft und sich schnell um die Kurve dreht, dass man da sein Gleichgewicht verliert. 1, 2, 3, rechts rum. 1, 2, 3, links rum. 1, 2, 3, rechts rum. Stopp. Sie fragen sich jetzt, wie oft man das macht. In meiner Praxis laufen die Patienten 3-4 Mal hoch und runter. Mein Flur ist ungefähr 10 Meter lang, sodass sie 40-50 Meter diese Übung durchführen. Wenn Sie jetzt sagen, meine Wohnung ist sehr klein, ich kriege gar nicht diese Distanz hin. Wenn Sie jetzt nicht unbedingt schüchtern sind, machen Sie einen Spaziergang, suchen Sie sich eine schöne Strecke, die zum Beispiel 500 Meter lang ist, und beim Gehen können Sie dann unauffällig nach rechts gucken, nach oben gucken, nach unten gucken. Also versuchen Sie beim Gehen immer den Kopf für zwei, drei Schritte immer in eine Richtung zu bewegen. Das fällt auch beim Spaziergang weniger auf und so könnten Sie das in der Situation sehr gut üben. Ich hatte gerade erklärt, dass man sehr viel variieren kann. Ich hatte den Schulterblick genannt, ich hatte genannt, dass die Patienten sich bücken können. Beim Gehen und Kopfdrehen kann man nicht nur nach rechts, links, sondern auch nach oben rechts und nach unten links gucken. Und all diese Situationen muss man trainieren. Mit meinen Patienten baue ich häufig einen Parcours auf. Ich stelle Hindernisse auf. Zwischen den Hindernissen müssen sie sich drehen oder was aufheben oder in eine bestimmte Richtung gucken. Und hier merken sie auch, um so intensiv zu üben, ist es am besten, wenn man auch diese Übung mit einem Therapeuten macht. Und auch hier empfehlen wir euch unsere Therapeuten. Geht auf unsere Internetseite www.ivrt.de. Dort finden Sie den Therapeuten in Ihrer nächsten Umgebung und dort können Sie die Therapie mit dem Kollegen durchführen.